Okay, also die Hundefreunde. Wir haben unsere Freunde Coco und Akka sind aufgestiegen sozial und haben bekommen einen separaten Bungalow. Einen Bungalow. Habt ihr Bungalow? Coco und Akka haben Bungalow. Ahoj Coco, ahoj Akka. No, máte ten Bungalow, musíte být spolu. Určitě tam máte taky. You already have mixing all the languages. Also Coco und Akka, die haben auch sicher auch ein Fernsehen drin und beobachten Hundenachrichten aus der ganzen Welt, weil jetzt kommen die Touristen bald und so haben die Touristen geholfen, dass Coco und Akka bekommen einfach einen schönen Bungalow, ne? Ja, damit die Kinder vorbeikommen können und sagen, ich, das ist ein schöner Hund. Okay. Das Problem ist, dass wir nicht mehr so streicheln können wie früher, wo die sich ganz hinlegen konnten, weil ich weiß nicht, wie ich reinkomme. Nur was, wenn erst, wenn ich dann abfliege, ne? Das wird ein großes Warten werden. Okay, aber dann kommen die Kinder schon wieder und dann wird es wieder in Ordnung, ne? Die Touristen, die kann man wunderbar bewundern, ne? Die kann die auch was abbekommen, nicht wahr? Ne? Und gucke, Coco ist älter und wartet also. Akka ist absolut egoistisch besetzt nach Streichelheim. Okay, und bietet Coco meine Nähe. Okay, Leute, das ist es. Das sind Coco und Akka in ihrem neuen Bungalow, ne? Sie sehen, das von der Ferne, bessere Perspektive. Die haben schöne Blumen rundum und die Berge im Hintergrund. Und kein Auto, keine Straßenbahn, keine Dose, alles frisch, ne? Also, und hier da unten das Meer, ne? Und sie haben einen Bungalow mit Meeresblick, ne? Hier ist die alte Stelle, da hat Akka gehaust, ne? Da hat er da richtige Löcher ausgebuddelt, ne? Wo er an der Kette war. Okay, und hier ist dann das Apartment mit dem Meeresblick. Ne? Ja, das ist die Südküste von Kreta. Und hier dann mein Burg, meine Burg, na, haha, also, bis später, ciao.